Bewegung! Das ist oh, nicht shit. Gut. Worauf haltest du denn? Komm her! Wow. Wow. Hey. Alles in Ordnung? Aufwärts. Ja, gut. Wow, was für ein Auftakt. Bin sehr beeindruckend. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Na, das dachte ich mir. Langsam. Hey, ihr habt es geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Ah, okay, jetzt kommt auf einmal keine Stimme mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Ja gut, ich würde euch natürlich gerne alles erklären, allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigsten Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Euer Gilde, Ruf eilt euch voraus. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier eingespürt. Ach Gott. Nun geht schon. Alles klar. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Oh ja, das werde ich. Das werde ich auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Ja, dann kann ich auf jeden Fall Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Hier drüben. Das sind die Aufzüge, die kenne ich ja schon. Du gehörst zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Wow. Cool.
Das macht sympathisch. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ah, hier drin ist es schön warm. Ja, das glaube ich. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Meister der zweiten Flotte. Ich kann aber noch nichts tun, weil ich noch gar kein Zeug habe, um was herzustellen. Genau. Aber da freue ich mich schon. Ich bin dabei. Ich freue mich schon darauf, alle möglichen Rohstoffe zu haben und daraus Rüstungen. Hier drüben. Rüstungen und Waffen herzustellen. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Hey, du! Noch süß. Ich wusste, du schaffst das. Gut, sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr Gott sei Dank hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört! Jetzt wird's interessant! Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach... Sind schon dabei, Sir. Ups, ich habe ein bisschen zu voreilig gedrückt. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. So. Endlich mal ein Wort! An die Fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie das hier weitergeht. Mhm. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir diesen Jagras-Problem mal genau unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Ja, Rüstungen und Waffen. Ich möchte in mein Zimmer. Sehr geil. Das geräumigste Zimmer, was ich je in einem Monster Hunter Spiel hatte, tatsächlich. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ausrüstung. Die 14 Jägerwaffen. Die verschiedenen Waffen spielen sehr unterschiedlich
spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine der Waffen und ziehe mit ihnen ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen. Okay. Fünfteilige Schutz, ja, das ist ja klar. Jagdmesser. Nee, bin ich nicht so ein Freund von tatsächlich. Ah, das ist schwierig, weil ich bin ja entweder ein Freund von Großschwertern, Langschwertern oder tatsächlich, wo sind die, diese Proto-Eisenaxt? Und das ist das hier. Bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Auf jeden Fall entweder Axt oder... Ich glaube aber, das war das hier. Haben wir da noch was? Kette. Ah, tut jetzt auch nichts zur Sache tatsächlich. Aber das dürfte passen. Aber super, dass wir jetzt hier direkt eine Waffe bekommen haben. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Süß. Ich liebe es. Dafür liebe ich Monsanto. Das ist einer der Gründe. Jetzt muss ich zur Kantine. Ja, gut. Dann machen wir das mal. Jetzt hast du also Zugang zur Ausrüstungsladen und zum Versorgungslager. Besorge dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in der Kantine, um dich für die Quest anzumelden. Ja. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Ja. Hier drüben. Lass mich doch mal kurz gucken. Mit dem Aufzug gelangst du leichter an dein Ziel. Kantine. Perfekt. Oh, hier möchte jemand was von mir. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gestiegen sowie besondere Nahrungsfähigkeiten erhalten werden. Ja, schön. So. Chefkochgericht. Hey! Boah, das sieht aber gut aus. Sehr geil. Unser erstes Essen in der Kantine. Ich freue mich. Questschalter. Genau zur rechten Zeit. Was hast du denn für Quests für mich? Ah ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist die Untersuchung des Jagdkreisgebiets. Da müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erledigen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Jagdkreis der Uralten Malis gemeldet hast. Bist du bereit? Worauf warten wir denn? Die neue Welt wartet auf uns. Ja, ja. Sehr geil. Du kannst Asterra erkunden, während die Vorbereitung für die Quest laufen. Ist etwas in der Kantine, Koffer und Nahrungsvorräte, Ausrüstungsladen. Geil. Auf zur Quest. Sehr geil. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Jede Quest besitzt ein Ziel.
Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ja, genau. Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? 7 Jagras müssen wir. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Ah ja. Hey, Partner. So. Genau. Aha. Okay. Ups. Die Morph-Axt hat 2 Formen, Axt und Schwert. Schwertangriffe können mit Fiolenenergie verstärkt werden. Sei vorsichtig. Ah, so kann ich rennen. Okay. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Perfekt. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Du kannst Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Hier drüben! Oh ja. Alles mitnehmen, was geht. So, jetzt sind wir schon fast da. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Ja, immer mit dem Ruhr. Nimm dir so viele Monstermaterialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Immer mit der Ruhe. So, let's go. Hier drüben! Ich bin ja noch ein bisschen, was Monster Hunter angeht, ein bisschen oldschool, ne? Und jage das Monster so ohne Hilfsmittel. Das heißt, ohne diese komischen. So. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Okay. Und zack. Ich glaube, das ist die Waffe, die ich auch haben wollte. Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. So, alles mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. Das Monster lässt mich jetzt auch in Ruhe, weil die Quest abgeschlossen ist. So. Zack. Sehr geil. Und Knochenhaufen. Alles mitnehmen. Alle möglichen Materialien mitnehmen. Perfekt. Sehr geil. Wow, in 3 Minuten abgeschlossen. Wow. Questbelohnungen nehmen wir natürlich alles mit. Sehr, sehr geil.
Perfekt. Perfekter Questabschluss. Gut, dich zu sehen. Ihr habt beim Erlegen der Jakras gute Arbeit geleistet. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Verstehe. Ich spreche nur das Offensichtliche aus, aber die Jakras sind nicht die einzigen Geräusche, die hier draußen lauert. Oh ja. Oh ja. Das haben wir doch eben schon gesehen. All das wohl deswegen, weil der Zora Mandor Magdaros, meine Zunge, das Land erreicht hat. Der macht alle wahnsinnig. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Ihr sollt Kesselon her. Okay. Ich komme mit. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Ja, ich glaube, wir können auf uns selber aufpassen. Du kannst jetzt über Online-Sitzungen mit anderen Spielern zur Quest aufbrechen. Wunderbar. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Ja, da bin ich für. Wir gehen zur Schmiede und dann mache ich Feierabend. Eventverwalterin, das möchte ich tatsächlich noch nicht machen. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Da bist du ja, Finn. Aha, wer ist denn da mit dem Material? So, komm nur her. Willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist vielleicht ganz einfach, was ich mache. Okay. Perfekt. Na, wir können ja... Ist das cool. Was kann ich denn spielen? Kann ich eine Waffe machen? Ich werde natürlich jetzt nicht nur bei einer Waffe bleiben, tatsächlich. Ich brauche doch für nur einen Monsterknochen. Ja, dann mach mal. Geile Sache. Ja, möchte ich ausrüsten. Krass. Wow. Okay, das ist krass. So, das haben wir uns jetzt mal angeschaut und angeguckt. Ich persönlich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Wir werden uns in der nächsten Folge hier mal ein bisschen ausführlicher umschauen. Und da sind wir auch eventuell noch nicht mehr alleine. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Monster jagen.